Ja, hallo zusammen. Das heutige Thema ist Hackfleisch selber machen. Selber machen ist immer eine gute Idee, weil es ist gesund, es macht Spaß. Meistens das Endprodukt besser als alles, was man irgendwo kaufen kann. Das gilt natürlich gerade für Hackfleisch. Ist relativ profan erstmal, denkt man, ja, brauche einen Fleischwolf, zieh Fleisch durch, bin fertig. Gibt aber ein paar Sachen, die kann man beachten. Ich werde versuchen, euch möglichst viel zu zeigen und vielleicht bringe ich euch ein paar gute Ideen. Ja, reden wir über das Selbermachen von Hackfleisch, dann reden wir besonders darüber, was Gesundes zu machen. Dann sind wir mal ehrlich, so Hackfleisch vom Discounter und sowas da, die Lebensmittelüberwachung teilweise findet, Känguru, Schlange, Tschernobyl-Schwein, ich weiß es nicht, wollt ihr alles nicht haben, da sind Hautreste, Knochenreste, Chemie, alles Mögliche drin, aber nicht Fleisch. Selbst beim Metzger eures Vertrauens, auch der hält sich nur an die minimalen gesetzlichen Vorlagen. Das ist mit diesen 30% Fettanteil, 20% Fettanteil, je nachdem, ist es Rind, ist es Schwein, ist es halb und halb. Wenn ihr das selber macht, es ist viel geiler. Ihr wisst genau, was ihr tut. Ihr holt euch ein schönes Stück Rind, ein schönes Stück Schwein, ein schönes Stück Geflügel, was auch immer ihr zu Hackfleisch verarbeiten wollt und macht das. Ihr nehmt einen Fleischwolf, einen schönen elektrischen aus Vollmetall, den ihr richtig gut reinigen könnt. Ihr haltet die Kühlkette ein, ihr wascht euch regelmäßig die Hände, dann kann gar nichts schief gehen. Was ihr nicht so einfach machen solltet, ist eigenes Mett. Eigenes Mett, was ihr roh verzehrt, ist eine ganz andere Sache. Da solltet ihr wirklich genau wissen, was ihr tut. Gehe ich jetzt heute nicht drauf ein. Wir reden über Hackfleisch. Hackfleisch wird dann nochmal angebraten. Das heißt, wir werden hier Sachen zubereiten und hinterher einfrieren für die späteren Verwendungen in anderen Essen. In dem Beispiel heute werden wir Schweinefleisch verwenden. Dann nehme ich Nacken ohne Knochen. Das hat ungefähr einen Fettanteil von 15%. Das schiebe ich durch die grobe Lochscheibe. Dann kriege ich ein richtig herrlich grobes Hackfleisch. Das ist kernig, das hat Biss. Ganz anders als der Matsch, den man teilweise so aus dem Supermarkt kriegt. Der Fettanteil ist auch geringer und ist gar nicht viel teurer. Selbst bei einem guten Metzger kriegt er manchmal Schweinenacken im Angebot für 7 Euro das Kilo. Da seid ihr fast am Hackfleischpreis. Ne? Das ist kaum ein Unterschied. Ihr schiebt das schön durch den Fleischwolf und ihr wisst, ihr habt nur Fleisch drin. Da ist keine Haut, keine Knochenreste, nix. Das ist super. Wenn ihr reines Rinderhack machen wollt, ihr müsst Rindfleisch als Basis nehmen, werdet dann natürlich teurer. Gegebenenfalls auch bei Geflügel, ich würde Pute empfehlen. Putenhackfleisch habe ich auch schon selber gemacht. Aber ihr müsst unbedingt den Fleischwolf reinigen, wenn ihr verschiedene Fleischsorten nehmt. Putenhackfleisch an einem Tag machen, alles reinigen, am nächsten Tag Schweinehackfleisch. Putenhackfleisch ist super für eine Putenbolognese zum Beispiel, kann man tolle Sachen mitmachen, auch mal eine Paprika füllen. Aber ihr müsst das getrennt verarbeiten. Geflügel hat ganz andere Bakterien und das sagt auch die Lebensmittelüberwachung. Ich glaube, ein Fleischer, der darf das gar nicht in einem Fleischwolf machen. Deswegen kriegt er auch relativ selten beim Metzger irgendwie so Putenhackfleisch. Ansonsten empfehle ich euch mal verschiedene Lochstärken auszuprobieren und zu gucken, ob er mit dem Feinen oder dem Groben besser klarkommt. Ihr könnt natürlich auch das Ding als einen Ersatz für einen Kutter nehmen. Das heißt, wenn ihr Brühwürst oder sowas herstellen wollt, ihr braucht ein Brät. Wenn ihr das zweimal durch den Fleischwolf jagt, mit der kleinen Lochstärke erhaltet ihr die feine Brätkonsistenz, die sonst der Fleischer nur mit einem Kutter herstellen kann. Auch wenn ihr zum Beispiel Würstchen selber macht, ihr habt ja an so einem Fleischwolf normalerweise einen Wurstaufsatz, könnt ihr super Grillwürste selber machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr einfach ein paar Burger macht, ein paar Biftekis, ein bisschen Hackfleisch so vakuumiert zum Einfrieren. Das sind die einfachsten Sachen, einfach für meinen Fall nur mit Schweinefleisch. Ihr könnt es aus Lamm machen, ihr könnt es aus Geflügel machen, ihr könnt es aus Rind machen, ihr könnt Sachen mischen. Halb und halb verwende ich persönlich nie. Ich weiß, das ist so deutsches Hausfrauenhack, halb und halb, finde ich furchtbar. Wenn ich eine Bolognese mache, nehme ich Schwein. Mache ich eine gute Frikadelle, nehme ich Schwein. Nehme ich einen Schweineburger, nehme ich Schwein. Nehme ich einen Rinderburger, nehme ich Rind. Halb und halb verwende ich nie. Pute ist auch gut, macht man mal für schönes Geflügelhack, machst du eine Geflügelbolognese, tolle Sache. Ansonsten achtet darauf, dass ihr immer in der Kühlkette drin seid, immer alles schnell verarbeitet wird, von Schritt zu Schritt, ansonsten den Kühlschrank stellen zwischendurch, immer die Hände waschen, immer auf Reinlichkeit achten. Der Fleischwolf wird hinterher gesäubert, nehmt ihr verschiedene Fleischsorten zwischendurch säubern, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Ich zeige jetzt gleich mal, was wir alles Schönes machen können. Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich das Material, in dem Fall der Fleischwolf. Ich habe hier einen elektrischen Fleischwolf, würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr öfter und regelmäßig Hackfleisch macht, so wie ich das mache, alle ein, zwei Monate mal wieder das Tiefkühlfach vollhauen mit ein paar Kilo, dann wollt ihr das nicht per Hand drehen. Unbedingt ein Kaufen, der Vollmetall ist. Ich habe am Anfang einmal einen Fehler gemacht, da habe ich wirklich einen Fleischwolf gekauft. Der sah Vollmetall aus, war es aber nicht, der hatte hier die Drehachse aus Plastik. Die ist natürlich nach 2 Jahren gebrochen, hat mich riesig geärgert.
Sollbruchstelle, wie das bei modernem Mist halt so ist, ne? Jetzt habe ich einen aus Vollmetall, da kann man wirklich alle Teile ansonsten auch in die Spülmaschine geben und alles. Das muss ja alles gut gereinigt werden. Beim Hackfleisch selber machen müsst ihr sehr, sehr darauf achten, dass ihr sauber bleibt. Und da ist so ein Vollmetallfleisch, Wolf, der elektrisch funktioniert, einfach die absolute Basis. Kann ich nur empfehlen. Neben dem Ding, was den Motor hat, habt ihr hier vorne immer die entsprechende Aufhängung für die Lochscheibe. Achtet darauf, dass ihr verschiedene Lochscheiben habt, klein und groß. Sage ich nachher nochmal was zu, könnt ihr verschiedene Hackfleischstärken mit herstellen. Das ist eine schöne Sache. Direkt einen Wurstaufsatz mit dabei, dann könnt ihr nämlich auch später Grillwürste damit machen. Auffangschale für oben, ihr seht es nachher zusammengesteckt. Dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Mit so einem tollen Fleischwolf könnt ihr jahrelang euer eigenes Hackfleisch machen. Ihr werdet immer besseres Hackfleisch haben, als ihr irgendwo kaufen könnt. Und seid nur unwesentlich teurer. Sagen wir aber gleich noch was zu. Ich guck mal, was wir sonst noch an Material brauchen. Und dann bin ich gleich wieder da. So, schauen wir weiter nach dem Material. Ich habe hier den Fleischwolf jetzt mal zusammengebaut. Da brauchen wir eine Schüssel, die gleich das Hackfleisch aufhängt. Eine zweite Schüssel, wo vorzugsweise die Fleischstücke schon drin sind. Ich habe mal eine Burgerform. Da kann man auch direkt aus dem Hackfleisch ein paar Burger machen, wenn man es einfriert. Der ist ganz praktisch, da kann man dicke und dünne Burger drin formen. Ich habe den Vakuumierer mit Vakuumbeuteln und ein gutes Messer, mit dem ich das Fleisch schneiden kann. Das war es im Prinzip, was ich brauche. Dann bin ich mit dem Material soweit durch. Hiermit kann ich schon die tollsten Sachen machen. Ich kann aus dem Hackfleisch direkt die Burger formen, vakuumieren, einfrieren. Ihr wisst, am besten funktionieren Burger sowieso, wenn ihr die gefroren rausholt, direkt in die Pfanne werft. Ich kann damit mein Hackfleisch in kleine Portionen, in große Portionen, was ich brauche, direkt vakuumieren, einfrieren. Ich kann mir Beeftekis oder sonst irgendwas schon vorformen, vorwürzen. Das Einzige, wovon ich abraten würde, ist irgendwas wie Frikadellen oder so vorher zu machen. Also nichts, was ich jetzt mit Ei oder Paniermehl oder so vermische und dann einfrieren, macht das nicht. Ne, das taut nachher auf und dann ist das rohe Ei da drin. Nee, lasst da die Finger von. Das, was pur Fleisch ist, das könnt ihr portionsweise super vorgeformt, gegebenenfalls auch vorgewürzt einfrieren. Und das könnt ihr alles hiermit fertig machen. Mehr brauchen wir da nicht, da sind wir top. Werfen wir einen Blick auf die Zutaten. Ich habe hier herrlichen Schweinenacken, Salz, schwarzer Pfeffer, Beefsteak-Gewürz. Die Gewürze aus dem einzigen Grund, dass ich ein kleines Teil des Hackfleisches abnehmen werde, da werde ich ein paar Beeftekis von formen. Die werde ich so auch vakuumieren und einfrieren. Der Rest wird Hackfleisch werden und Burger. Heute mal alles vom Schwein. Aber zu den verschiedenen Fleischsorten, da haben wir ja auch noch ein bisschen Hintergrundwissen. Den Schweinenacken ohne Knochen habe ich mir jetzt gerade mal in Scheiben geschnitten. Ich empfehle, das in so Streifen insgesamt zu schneiden, in eine Schüssel zu packen. Das alles sollte auch relativ schnell gehen, die Kühlkette nicht unterbrechen. Hier seht ihr, zack. So geht das dann schon wunderbar in den Fleischwolf rein. Ihr braucht es also nicht irgendwie in kleine Stücke schneiden oder sowas, das dauert auch viel zu lange. Habt ein gescheites Messer, dann geht das ratzfatz. Von der Menge her empfehle ich, wenn ihr sowieso Hackfleisch macht, macht mal 3-4 Kilo auf einmal. Das kann man locker in 2 Stündchen dann schaffen. Hat dabei die Kühlkette nicht groß unterbrochen, hat direkt alles eingefroren und hat gegebenenfalls für Monate Hackfleisch. Wenn ihr verschiedene Fleischsorten an einem Tag verarbeiten wollt, denkt dran, ihr müsst den Fleischwolf zwischendurch richtig gut reinigen, gerade wenn ihr mit Geflügel zwischendurch arbeitet. Das ist wie koscher. Und dann ist es aufwendig. Dann habt ihr richtig Arbeit. Also wer Rind, Geflügel und Schwein an einem Tag machen will, der sollte sich darauf einstellen. Da habt ihr zu tun. So habt ihr gesehen, das waren jetzt ein paar Sekunden alles klein geschnitten. Ich zeige euch mal die Schüssel. So kommt das gleich in den Fleischwolf. Gucken wir uns an. So, ich habe mir auch wieder gut die Hände gewaschen. Müsst ihr zwischendurch auch immer wieder machen. Achtet darauf, Reinlichkeit, wenn ihr eigenes Hackfleisch macht. Immer wieder Hände waschen, bei jedem Schritt zwischendurch alles sauber machen. Kühlkette beachten, alles muss kühl bleiben. Das muss ratzfatz innerhalb von Minuten durchgehen. Ansonsten zwischendurch sofort in den Kühlschrank. Ein Fleischer, der große Mengen macht, der gibt Eis zwischendurch hinzu und alles. Das brauchen wir jetzt bei 1-2 Kilo nicht. Aber schnell arbeiten, nicht einfach irgendwo in der Gegend rumstehen lassen.
Gut, jetzt wird's laut. Ich werfe mal den Fleischwolf an. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Ich habe die grobe Lochscheibe benutzt, deswegen seht ihr ein herrlich grobes Schweinehack innerhalb von 2 Minuten. Und jetzt gucken wir uns gleich an, was wir damit noch machen. So, als nächstes zeige ich euch ein bisschen was zum Vakuumieren. Ich habe hier schon mal ein bisschen Hackfleisch abgepackt. Einfach mal einen kleinen Beutel, einen großen Beutel. Man braucht ja verschiedene Größen. Sowas reicht vielleicht für eine Bolognese für 2-3 Personen. Das ist ein bisschen mehr, da kann ich Klopse draus machen. Ich packe mir immer verschiedene Größen ab. Rein in den Vakuumierer. Und ihr seht, so kann ich das natürlich mit beliebig vielen Beuteln machen. Ich kann mit der kiloweise Hackfleisch alles in Portionen abwiegen, wie ich das möchte. Alles ins Eisfach hält sich da ja monatelang. Überhaupt kein Problem, da lohnt sich das mal ein paar Kilo gleichzeitig zu machen. Aber wir wollen ja nicht nur einfach Hackfleischbeutel machen. Wir haben ja auch andere Ideen. Ich zeige euch mal noch was anderes. Hier habe ich einfach mal 2 Burger gemacht. Na, mit diesem Burgerformer. Hackfleisch rein, draufsetzen, geformt. Zack, in den Vakuumbeutel als fertiger Burger kann ich so direkt vakuumieren. An der Stelle jetzt ein kleiner Tipp. Ihr habt gesehen, hat es beim ersten Mal nicht richtig gezogen. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig und ziehe den nochmal nach. Weil der wahrscheinlich an einer Stelle gefaltet und nicht richtig geschlossen war. Jetzt zieht er nochmal nach. Und verschließen. Das Tolle ist, die Burger lassen sich super einfrieren.
direkt aus dem Eisfach nehmen, in die Pfanne rein, auf den Grill, super vorgeformt, Pfeffer, Salz drauf, bin ich fertig. Mit eigenem Hackfleisch, einfach toll. Als nächstes mache ich mal ein paar Biftiki. Die würze ich jetzt vor. Ich habe mir ein bisschen Hackfleisch abgenommen. Oh, na, schreiben wir ein bisschen schwarzen Pfeffer drüber, so wie ihr das auch machen würdet. Ein bisschen Salz. Salz muss sein zum Hervorheben des Geschmacks. Das ist jetzt vielleicht ein Esslöffel oder so, vielleicht ein bisschen weniger sogar. Und von Ankerkraut das Biftiki-Gewürz kann ich sehr empfehlen. Ein kleines Biftiki-Wunder, wie man auch sagt. Lose vermischen. Jetzt nicht versuchen, einen dicken Teig draus zu machen. Ihr habt gerade so schön loses Hackfleisch. Wenn ihr das jetzt zusammenmatscht, dann kriegt ihr eine Brätkonsistenz. Das wollt ihr ja gar nicht. Ja, deswegen mache ich das hier, wie ihr seht, relativ lose mit den Fingern. Form da dann ein paar kleine Würstchen raus. Ihr seht, das Eiweiß geht hier schön ab, wenn man das in der Hand formt. Und dann ist halt nur noch die Frage, wie wollt ihr die Endform eigentlich haben? Ja, sehr dünn, sehr dick. Da gibt es die verschiedensten. Ihr könnt das auch in eine Frikadellenform packen. Und dann legt ihr euch die Dinger hier zur Seite und vakuumiert die ein. Na, wenn ich hier so einen Biftek jetzt forme, je länger ich den in der Hand hin und her kugel, desto mehr Eiweiß gibt er nach außen ab. Der wird matschelig. Und dann kann ich den besser in der Form reinpressen. Klebt dann auch besser. Ziehe mir die so länglich. Und dann werden die gleich ganz genauso einvakuumiert wie die anderen Dinger. Sind jetzt halt vorgewürzt, das heißt, die können dann direkt auch so in die Pfanne, ohne dass man noch was dazugeben muss. Gerade bei den Teilen schmeckt das natürlich ganz, ganz toll. Ah, mit dem Fettgehalt hier. Reines Schweinefleisch ist natürlich sensationell. So. So, die Biftiki sind eingefüllt. Ich vakuumiere die jetzt auch. Ihr seht, funktioniert wie der ganze Rest auch. Das heißt, ich werde jetzt auch den Rest des Hackfleischs verarbeiten in kleine Portionen. Dann haben wir Burger, Biftekis und einfache Hackfleischportionen, die man als Basis nehmen kann für Lasagne, für Bolognese, für was auch immer ihr möchtet. Jetzt seht ihr noch einmal das Endprodukt. Ein bisschen was habe ich mir aufgehoben. Davon gibt es gleich eine schöne Bolognese mit Schweinefleisch. Das ist ganz toll. Ich habe hier vorgewürzte Biftekis, 3 Stück. Ich habe 2 Burger und ein paar Tüten, große und kleine, mit Hackfleisch. Das kommt gleich so direkt in den Gefrierschrank und da hält sich das sowieso Monate. Ne? Kurze Arbeit, super Endprodukt. Das war's von mir zum Hackfleisch für heute. Ist ein absolutes Ding für die Gesundheit, für den Spaß, für den Geschmack. Nichts ist besser als selbstgemachtes Hackfleisch. Unwesentlich teurer, nur ihr habt gesehen, man kann tolle Dinge damit machen. Noch viel mehr ist möglich. Wenn ihr keinen Fleischwolf habt, lasst euch einen zu Weihnachten schenken, Vakuumierer dazu. Was Besseres gibt es doch gar nicht für den Wunschzettel. Ich wünsche euch viel Spaß wie immer und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder.